Hallo und guten Tag zu einer neuen Ausgabe hier bei Shogi Banogi, eure Tagesdosis Angeberwissen Daily. Und 18, und das war am 21. September. Si, Senor. Oh Mann, ey. Bist du eigentlich, kannst du eigentlich Spanisch sprechen? No, Senor. No, Senor. Rate mal, wer Geburtstag hat. Das weiß ich, das kann ja alles sein. Jeremy Irons. Tja. Schauspieler, ne? Richtig. Ja. Die Unzertrennlichen, die Affäre der Sunny Dungeons and Dragons Oscar-Preisträger. Ach so, ja, genau. So hat er alles gemacht. Ja, so, also dieser Film Sunny, der ist auch mit 25 I geschrieben. Ne? Nee, die Unzertrennlichen, die Affäre von Sunny. 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 Und Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. Dungeons. Dungeons and Dragons, ja. Ja. 1827, Joseph Smith hat die Kirche gegründet. Die Kirche? Eine Kirche der Mongolen. Die Kirche der Mongolen? Warte kurz. Der Mormon. Der Mormon. Die Kirche der Mormon hat er gegründet, nicht der Mongolen. Also, der Mormon. Fakt des Tages. Achso, das ist Fakt des Tages. Padam! Fakt des Tages. Kennen Sie Henning Fritz? Wir sind Deutscher. Und er spielt Handball. Aua. Meine Oma war so gut wie nie im Stau. Am 19. September ist auch der Aktionstag und zwar nannte sich Sprich wie ein Pirat-Tag. Hau, 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 hau. Wie spricht ein Pirat? Nee, das ist, das ist der Papagei. Das ist der Papagei. Aber sprich wie ein Pirat-Papagei, genau. Ist auch gut. Also so ein bisschen rumhumpelst zum Beispiel. Rumhumpeln ist super. Rumpumpeln. Ja. Rumpumpeln. Rumpumpeln. Heidi ho! Du bist bestimmt ein Pirat. Ich will all dein Gold! Ja, ja. So, ich hab den mal ein Interview gesehen. Ist halt so ein bisschen wie wir, so ein Labersack. Ja. 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 Ist ja nichts Schlechtes. Ja. Heute ist der 19. September. Wir haben 1945. Ach, da machen wir doch mal Hessen, Bayern und ach komm, Baden-Württemberg machen wir auch noch. Ja. Und am 18. September ist auch noch mal etwas gewesen. Das wolltest du vortragen, bevor du jetzt so leger über den Stuhl da hängst? Nein, also es ist nichts. Und bevor wir weitermachen, dann müssen wir auch noch ein Geburtstagskind aus unserem Kreis. Ach so, du hast privat jemanden? Ja! Ach so! Und das ist nämlich von meinem Kollegen. Von Gonzales? Gonzales, die Frau. Jenny, können wir den Nachnamen sagen? Können wir? Nö. Warum wir nicht? Hallo Jenny! 1990. Happy Birthday! Guck mal, geht ab wie Schmitz Katze. Alles Gute! Wir sehen uns heute Abend bei 1-2 Schnabelichen. Also, seid ihr mal am Saufen, oder was? Nein. Ja, und zwar ist da der internationale Welt-Alzheimer-Tag seit 1994. Jetzt hau ich mal einen raus. Fast hätte ich es vergessen. Oh, das ist wieder ein flacher Moment. Füße hoch. Ja, sehr flach, genau. Haben Sie sich gekabbelt? Gekabbelt? Haben wir so ein Menno. Menno. Ey, hör mal auf jetzt. Kennst du Sport? Kennst du? Ja. Schwitzt man mal? Ja, sieht man mir vielleicht. Hast du Sport gemacht? Ja. Was denn? Fußball, zocken, Bier trinken.